Bei mir zu Gast der Chefideologe schon von Haider, jetzt von Strache, Andreas Mölzer, ehemaliger EU-Abgeordneter. Mit ihm werde ich darüber sprechen, wie er den Wahlausgang in Frankreich sieht, wie er die Machtoptionen für Heinz-Christian Strache sieht, ob ihm Rot-Blau oder Schwarz-Blau lieber wäre und wie er gedenkt, die Flüchtlingsfrage zu lösen und was ihn eigentlich daran stört, dass so viele, wie er meint, bei uns sind. Schalten Sie ein, wenn es Sie interessiert. Wenn Sie es nicht interessiert, schalten Sie trotzdem ein. Meine Damen und Herren, willkommen bei Fussi will streiten. Fussi will streiten ist der Versuch, mit Politikern und Menschen aus dem politischen Bereich Gespräche zu führen. Wir wissen, alle Politiker reden gerne viel, ohne etwas zu sagen. Das versuchen wir ein bisschen zu ändern. Mein Gast heute ist der ehemalige EU-Abgeordnete und Chefideologe der FPÖ, Andreas Mölzer. Passt es, Chefideologe? Außer Dienst. Das heißt, die Weltrevolution hat... Naja, Suslov ist tot und mir ist auch schon schlecht, ne, sozusagen. Ne? Sie waren ja immer streitbarer Geist, jetzt waren ja Wahlen in Frankreich, Heinz-Christian Strache hat sich von Le Pen distanziert. Zuerst hat man gemeinsam sich immer fotografieren lassen und verteidigt, dass man in einer gemeinsamen Fraktion ist. Hätten Sie die Frau Le Pen gewählt bei der Auswahl zwischen Le Pen und Macron? Naja, schauen Sie, ich bin 10 Jahre neben der Frau Le Pen gesessen, ne, im EU-Parlament in Straßburg, kenne sie also recht gut. Und hätte sie, wenn ich in Frankreich wahlberechtigt gewesen wäre, sicher gewählt. Ne? Nicht ganz ohne Vorbehalte. Ne? Zu links nicht, oder? Ja, in mancher Hinsicht haben Sie völlig recht. Ne? In sozialpolitischer, wirtschaftspolitischer Hinsicht gibt es da sehr linke Positionen, ne? Was also durchaus diskussionswert ist. Aber ich glaube nicht, dass der HC Strache sich von ihr distanziert hat. Ne? Ich glaube nur, dass es natürlich auch ein gewisses Bedauern gibt, dass es nicht geschafft hat, was aber eigentlich zu erwarten war und nicht verwunderlich war, wenn das gesamte politisch-mediale Establishment sich zusammenschließt gegen einen oppositionellen Kandidaten, dann geht das so aus, das ist klar. Wobei, da ist wieder die Rederei vom Establishment, das ist ja sozusagen seit Haider diese Geschichte mit der Opferrolle. Sie sind ein streitbarer Typ, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass Sie sich jetzt unmittelbar immer als Opfer fühlen, sondern eher als Täter. Nicht. Ne? Überhaupt nicht. Ich glaube, Politik und auch politischer Diskurs verlangt eine gewisse Härte und verträgt kein Selbstmitleid und keine Lamoyanz, keine Wehleidigkeit. Ne? Das sollten Politiker, auch Oppositionelle, die manchmal sicher schlecht behandelt werden, ne? Medial, das ist völlig klar, sollten sich Politiker auch der Opposition eben sozusagen ins Stammbuch schreiben. Ne? Aber Tatsache ist schon, dass es so etwas gibt wie die Machthaber und ihr Umfeld, ne? Politisch-medial, das sind die regierenden Parteien und. Und Sie können das nennen, wie es wollen, Establishment trifft's. Ja, Entschuldigung, gerade die oppositionellen Parteien, zum Beispiel die FPÖ, war ja auch in Österreich, zum Beispiel in der Regierung, da waren wir ja auch Establishment. Schon, zwischenzeitlich immer, und das ist ja insofern Establishment, dass in einer Demokratie eine stabile Opposition, die es seit Jahrzehnten gibt wie die FPÖ, natürlich auch zum etablierten politischen Bereich gehört, einerseits. Andererseits aber sind das immer die Schmuddelkinder gewesen, die Bösen, die Rechten, die was weiß ich, Extremisten, Rassisten, Sie kennen ja dieses ganze Kampfvokabular. Ne? Ja gut, aber also, würden Sie ein Gegenbild zum Establishment. Aber würden Sie glauben, dass es keine Rassisten in der FPÖ gibt? Das wäre ja auch... So wie in einem Stichwort geben wir billiges, ne? Sie nützen das gleich schamlos natürlich. Aus. Nein, sonst nicht. Ne? Es gibt keine Rassisten in der FPÖ. Das würde ich so nicht sagen. Das ist die Frage, wie Sie das definieren. Wie definieren Sie es? Ich definiere es so, dass das Menschen sind, die andere als zweitklassig oder drittklassig oder überhaupt abqualifizieren wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Ethnizität und. Ne? Und das glaube ich... passiert, doch, das macht ja sogar die Regierung, indem man zum Beispiel EU-Ausländern die Familienbeihilfe kürzen will. Nein, das glaube ich nicht, dass das Rassismus ist. Ich glaube eher, dass das eine pragmatische Vernunft ist, die hier diktiert, weil die sozialen Kosten zu hoch werden, weil die Missbrauchsgefahr, die Versuchung zum Missbrauch zu hoch ist und weil das einfach vernünftig ist. Wenn ich die Familienbeihilfe für jemanden, der in Rumänien ein Monatseinkommen normalerweise hätte von 200 Euro und der dann allein von der Kinderbeihilfe leben kann, das ist ja verrückt. Wenn der die Kinderbeihilfe kriegt in der Höhe, wie sie ein rumänisches Kind bedarf, ist das nur vernünftig. Das hat mit Rassismus nichts. Entschuldigung, das ist ja Frage mit Rassismus nichts. Ist aber Frage der Gerechtigkeit, wenn die hier ihre Steuern zahlen, Pflegerinnen zum Beispiel, dann hat man einen Anspruch drauf, dann kann man nicht sagen, nur weil das Kind woanders lebt. Es wurde ja einbezahlt. Also
da gibt es eine Leistung und dann muss auf der anderen Seite auch die Auszahlung der Leistung stehen. Das muss man, die Leistungsgerechtigkeit muss man natürlich diskutieren. Sie wissen aber genau, dass da wirklich zahllose Fälle des Missbrauchs auch gibt, ne? Und dass man das langsam bekämpft, ne? Und einen überschießenden Sozialstaat, der in dieser Hinsicht sehr oft missbraucht wird, zurückstutzt, ist vernünftig. In Zeiten, wo es knapp wird. Ja, ja, das finde ich nämlich so hochinteressant im politischen Diskurs, nämlich, weil es ist oft von diesem Sozialmissbrauch die Rede. Jetzt gibt es Studien in Deutschland, die sagen, dass die Steuergeldhinterziehung, oft auch legal sozusagen durch Konstruktionen, die die Politik ermöglicht hat, das Dutzendfache beträgt von einem normalen Sozialmissbrauch. Wir wissen, dass ungefähr 2-3% nicht einmal zum Beispiel die Mindestsicherung zu Unrecht beziehen. Das sind verschwindend geringe Positionen. Was ich nicht verstehe, ist, wenn Sie sagen, Politiker sind auf einer Ebene und dürfen nicht wehleidig sein. Bei der FPÖ gibt es ja das Muster sozusagen, man tritt nicht nach oben, das gibt man nur vor, wenn es um Establishment geht, sondern man tritt auf die Schwächsten. Das ist doch letztklassig eigentlich. Nein. Und Ihrer intellektuellen Größe, die Sie selbst vorgeben zu haben, ja nicht würdig. Gibt sie nicht vor, oder? Das behaupten Sie. Aber ja, um Ihnen zu schmeicheln. Ich glaube, danke, das ist lieb von Ihnen. So schmeicheln Sie weiter. Gibt es keine. Kreisky hat gesagt, nein, Sie können ruhig weiterschleimen, mir tut das gut. Ne? Wobei mein Lieblings-Kreisky-Zitat ist ja, um kurz den Exkurs zu Kreisky zu machen. Er ist sehr sprunghaft, Sie wissen, dass ich bei mehreren Parteien bin. Ja, ja. Mein Lieblings-Kreisky-Zitat ist, machen Sie sich nicht so klein, so groß sind Sie nicht. Das ist das Schönste. Und man kann es aber fast nirgends einsetzen, leider. Ja, ja, das ist richtig. Die guten und schönen Aussprüche des alten Sonnenkanzlers. Aber das ist Treten nach unten, Schwache gegen Schwächste auszuspielen. Ja. Schauen Sie, das mag eine menschliche Verhaltensweise sein, die es überall gibt. Ne? Von Charakteren, die halt etwas Duckmeiserisches an sich haben und die nach oben buckeln und nach unten treten. Ne? Dieses Fahrradfahrerprinzip gibt es überall. Aber ist das sozusagen die Hauptgierende in der FPÖ? Das glaube ich wirklich nicht. Also die Duckmeiser? Wie wollen Sie das feststellen? Sagen, die FPÖ sind besonders, gehen auf die kleinen Schwachen, ist ja nicht wahr. Die Flüchtlinge sind jetzt keine starken Menschen an sich. Ne? Schauen Sie, das ist ganz ein anderes Problem. Auf der anderen Seite müssen Sie sehen, dass gerade die FPÖ die sozial Schwachen der eigenen Leute nämlich in erster Linie vertritt, sind das die, auf die man tritt, das ist nicht wahr. In Oberösterreich wird gekürzt mit dem Sozialbereich. Herr Fussi, das ist auch völlig richtig. Schauen Sie, Herr Fussi, Sie wissen genau, dass das in allen Parteien so ist und in den Etablierten noch viel mehr, dass die Leute versuchen, Karriere zu machen, nach oben schön reden, den Mächtigen nach dem Mund drehen, schmeicheln und nach unten dann eher diese Aggressionen lassen. Das ist allgemein menschlich, leider Gottes, ne? Gibt es in keiner Partei, speziell in allen aber. Ne? Und darum zu sagen, ist ein FPÖ-Spezifikum, ist ein Blödsinn. Nein, aber sagen Sie mal, welche schwache Gruppe, die sich nicht selbst verteidigen kann, wird etwa von den Grünen oder von den Roten angegriffen? Na, zum Beispiel wir. Ne? Die armen Burschenschaften. Die armen Burschenschaften. Naja, was glauben Sie, wie die diffamiert werden? Als Faschisten. Naja, wer sich mit einem Säbel hinstellen kann, wird sie wohl gegen ein paar Grüne werden können. Ja, machen Sie, gehen Sie mal zum Ball, gehen Sie mit mir, ich lade Sie ein. Geh gern mit. Gehen Sie mit und dann werden Sie sich schön kleiden und dann werden alle glauben, Sie sind ein böser Rechter, einer von uns. Ne? Und dann lassen Sie beschimpfen und mit Vorbeuteln beschmeißen, dann werden Sie sehen, dass das eine diffamierte Gruppe ist. Ne? Das ist lustig, ich rede von Roten und Grünen und Sie kommen mit irgendwelchen linken Antifaschisten daher. Nein, Sie haben gesagt, daher, sonst mal eine Gruppe, die von den Grünen diffamiert wird. Ne? Naja, aber Entschuldigung, Sie können sich ja wehren. Das sind ja alles Honorationen, die gut verdienen. Das sind jetzt keine Flüchtlinge, die bloß haben und Spülfeld kommen. In dem Moment, wenn Sie beschimpft werden, bespuckt werden mit einem Vorbild, können Sie nicht wehren. Das sind Sie auch ein Opfer, glauben Sie mir das? Ne? In diesem Moment, also, die Flüchtlinge sind es die ganze Zeit. Aber es ist sinnlos, dieses Klischee aufzuwenden, das sind die bösen Rechten und die treten auf die armen aber Flüchtlinge. Fühlen Sie sich als das Opfer? Ist nicht das Problem. Ich fühle mich überhaupt nicht als Opfer. Ja eben, warum kommt diese Weinerlichkeit, die man durchkommt bei Freiheitlichen, woher noch kommt einmal, die? Noch einmal, Herr Fussi, da haben Sie das nicht festmachen an einer Gruppe, an einer Partei. Es gibt diese Verhaltensweisen beim Menschen insgesamt. Überall. Der eine ist mehr so, der andere so, in allen Parteien. Versuchen Sie doch nicht, jetzt irgendwelche niederträchtigen Verhaltensweisen an einer Oppositionspartei festzumachen. Das ist naja, auch nicht wirkliche fair. Oppositionspartei sind die Freiheitlichen. Freiheitlichen ja, Freiheitlichen müssen in manchen Ländern schon, in der Regierung. Aber es wird sich ändern. Das in Oberösterreich, Sie glauben, es wird sich ändern. Ja, ja? Ich hoffe es. Der Strache schaut ja nicht mehr so gut aus. Naja, wir alle schauen nicht mehr so gut aus, wenn wir älter werden. Sie, ich, alle. Das ist so. Naja, ich glaube, so kann man das nicht verallgemeinern. Der Heinz Christian wird natürlich älter. Das ist halt das Los des Menschen überhaupt. Was ist denn eigentlich der Unterschied? Sie haben ja beide beraten, wenn man so will, den Jörg Haider und den Heinz Christian Strache. Jetzt gibt es die Leute, die sagen, auf der anderen Seite würde Haider heute noch leben, hätte er wahrscheinlich die absolute Mehrheit. Sie wissen, glauben was, Sie das auch? Was wäre, wenn? Das ist, glaube ich nicht. Ne? Glauben Sie nicht. Aber das ist eine reine spekulative Überlegung. Es gibt natürlich gravierende Unterschiede. Ne? Ich habe beide gut gekannt, mit beiden viel gearbeitet. Es ist einfach so,
Der Haider hat was Grenzgeniales gehabt, ne? Aber er war in einem hohen Maße persönlich illoyal. Ne? Und das ist der Herzi Strache nicht. Aber dafür ein intellektuelles Gespräch war mit Haider befruchtender wahrscheinlich als mit Strache. Das würde ich nicht so sagen. Andere Themen, anderer Mensch, anderer Sie würden es nicht so sagen, weil Sie es nicht so sehen Zeit. Oder weil es nicht so gut wäre, wenn Sie es sagen hätten. Ja, Fussi, so leicht führen Sie mir nicht aufs Glatteis. Schade, habe ich geglaubt. Aber es hat irgendwie, das haben Sie gehofft, aber natürlich. Nicht geglaubt, glaube ich. Nein, geglaubt nicht. Dafür schätze ich Ihre Kampfkraft viel zu sehr. Aber das heißt, der wesentliche Unterschied besteht zwischen Strache und Haider darin, dass was Strache weniger dass der Heinz ein loyaler Mensch ist. Ihnen gegenüber auch? Sie mussten ja gehen. Naja, was heißt müssten? Ich bin gegangen, weil es natürlich Geschichten gegeben hat, die einfach medial dann nicht mehr verträglich waren, wo ich selber gesagt habe, jetzt bin ich 60 Jahre und 10 Jahre sind genug. Ne? Das ist so die schön, Aussagen, so die Getroffenen, haben sie bereut oder haben sie gesagt, naja gut, darf man halt nicht sagen, geh halt. Ja, so ist es. Ich habe bereut, dass ich sie taktisch unklug und von der Formulierung her unklug gesetzt habe. Aber getaucht haben sie es trotzdem und denken sie heute noch? Naja, das ist aber viel differenzierter, als ich glaube. Ne? Ich denke, was ist differenziert, ein Negerkonkamerad? Naja, schauen Sie, ich denke differenziert darüber nach, dass wir ein Riesenproblem schon haben in Europa und noch zunehmend haben werden, wenn die Bevölkerung Schwarzafrikas von 1,2 Milliarden auf Mitte des Jahrhunderts vielleicht 4 Milliarden anwächst und wenn davon nicht 2%, nicht 5%, nicht 10%, sondern 90% nach Europa wollen, ne, werden wir ein Problem haben. 6.000 haben sie die letzten drei Tage ausgefischt aus dem Mittelmeer. Was heißt ausgefischt? Die sind mehr oder weniger mit einem Fährdienst von NGOs und Fährdienst umgeschifft worden. Na sicher, wenn wir zurückführen erkennen an die libysche Küste. So ist das. Und was passiert dann dort? Ja, was passiert dann? Was passiert bei uns? Wie sehen Sie, mit welchen Augen sehen Sie solche Leute, die durch im Mittelmeer von einem Boot, weil das kennt, dort rausfliegen? Ja. Hätten Sie die Härte, dort zu sagen, lasst es da saufen? Das ist ein Blödsinn. Herr Fussi, das muss man mitdenken. Dass man jemanden rettet, schließt nicht aus, dass man dann doch repatriiert. Dass einer im Wasser, der am Ertrinken ist, gerettet werden muss, ist ja klar. Das ist ja völlig klar. Gut, okay, dann haben wir nur für ihn 10 Kilometer zurück zur libyschen Küste und nicht 500 Kilometer. Das ist eben das große politische Problem. Wir müssen natürlich schauen, dass diese völlig verfehlte Entwicklungspolitik, die völlig verfehlte Politik der meisten schwarzafrikanischen Staaten sich ändert. Das ist die große Aufgabe. Dass das nicht von heute auf morgen geht, weiß ich auch. Ne? Aber das ist die das große heißt, Aufgabe. Das heißt, diese Zentren für Flüchtlinge in Afrika selbst zu schaffen, was ja auch Außenminister Kurz sagt, die spannende Finde, nur dass gerade rechtskonservative Politiker, die das sagen, dann sich weigern, die notwendigen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Und das die FPÖ auch nicht schaffen. Also die schauen wir den Wahlkampf, schauen wir an, wo der Kickl plakatiert, 2 Milliarden für Flüchtlingshilfe, damit die nicht aufkommen. Da haben Sie natürlich recht, wobei das auch eine gesamteuropäische Aufgabe ist und keine für den österreichischen Steuerzahler alleine. Aber wissen Sie, das finde ich lustig, immer wenn es um Dinge geht, die uns nicht gefallen, heißt es europäische Aufgabe. Jeder europäische Steuerzahler und jeder europäische Staat dabei einen Anteil haben muss und tragen muss und Solidarität zeigen muss, ne? So wie es eben seinerzeit der Marshallplan war für Österreich, für Deutschland. Ne? Das ist schon klar. Nur der Hund ist wirklich der, so wie es jetzt ist, kann es ja nicht grenzenlos weitergehen. Oder glauben Sie, dass das grenzenlos so weitergehen kann? Das glaubt niemand. Wer glaubt das? Dann sind wir der Meinung. Wir sind der gleichen Meinung. Schneiden Sie das nicht ab. Nein, ich bin einer anderen Meinung. Wissen Sie, was uns unterscheidet? Ich glaube, es unterscheidet uns das Menschenbild. Aber okay. Weil die Freiheitlichen zum Beispiel differenzieren nicht nur die Freiheitlichen, genauso Kurz, Orban und andere reden und unterscheiden Kriegsflüchtlinge und Wirtschaftsflüchtlinge. Ja. Chicago ist die zweitgrößte burgenländische Stadt und alle sind stolz drauf, dass das die zweitgrößte burgenländische Stadt ist. Das waren alles Wirtschaftsflüchtlinge. Es waren aber nicht Flüchtlinge, es waren Einwanderer, die beinhart gesiegt wurden. Kann man sich immer aussuchen, wer ist? Schauen Sie, ich bin ja Realist und aus meiner historischen Bildung her weiß ich natürlich, dass in der Geschichte gerade in bevölkerungspolitischer Hinsicht alles fließt und dass es immer Flucht, Wanderungsbewegungen gibt. Das ist völlig klar, dass die auch nicht absolut reglementierbar sind, dass die nicht verhinderbar sind, vor allem wenn, was weiß ich, 60 Millionen auf der Flucht sind weltweit. Ne? Das ist mir klar. Aber du musst es ordnungspolitisch in irgendeiner Form versuchen, humanitär zu steuern. Das einfach schrankenlos und illegal über die Bühne gehen zu lassen, das ist nicht die Lösung. Glauben Sie, das ist die Lösung? Ja, aber es gibt nicht einmal eine legale Fluchtmöglichkeit. Gibt es ja gar nicht. Ja, was heißt legale? Na, wo gibt es eine legale Fluchtmöglichkeit von Afrika nach Europa? Es wird die illegale toleriert und gefördert. Das ist ja das Problem. Wenn es keine legale gibt.
ich wohne an der italienischen Grenze in Kärnten in Villach. Ne? Und wenn ich dann in Tavis im Kanal tue, vor am vergangenen Wochenende und in den Autobahntunnels der italienischen Autobahn gehen rudelweise 30, 40 Leute, die Leute dort, also offenbar Flüchtlinge, über die Autobahn. Wenn ich das mache, kommen in die Psychiatrie, ne? Weil so ist der deppert, dass er dort auf der Autobahn oder im Tunnel geht, ne? Wo die Leute mit 140 durchbrausen. Dort wird einfach nichts gemacht, es wird einfach gelassen, es wird nicht ordnungsgemäß politisch reglementiert, es wird nicht versucht, die Missstände dabei abzustellen oder zu wenig versucht. Und das betrifft die Migration ja insgesamt. Ne? Es geht überhaupt nicht darum, dass man Leute ersaufen lässt im Mittelmeer. Ja, gar nicht. Das ist natürlich jeder Normale, würde sagen, ein bisschen retten, versorgen, wärmen, ernähren und so. Verdammt viele abnormale Menschen dann. Ja, schauen Sie mal, ich weiß nicht, inwieweit Sie das Facebook, ist aber nicht mein Thema. Nein, ich bin Gott sei Dank, ich lebe Gott sei Dank noch in der realen Welt. Aber Internet und werden wir in vielen haben und ja, wenn Sie auf Facebook schauen und schauen, was die Leute schreiben, lasst das da saufen, die Neger etc., das schreiben nicht wenige. Ja, das ist bedauerlich, das schauen wir. Verurteilen Sie sowas eigentlich? Natürlich, weil das schwach. Ist, ne? Wenn man es verurteilen muss oder besser es wirklich verurteilen? Na, bitteschön, weil ich das einfach ablehne. Ne? Ich kann das weder im Internet noch im normalen Leben sagen, dass ich sage, der soll krepieren oder was weiß ich. Das aber kann die man Auswirkung nicht sagen. Der Politik nur, ist, dass sie krepieren. Herr Fussi, Sie haben oder? Den Fehler, dass Sie ja nicht ausreden lassen. Ne? Das ist da sind wir schon beim Streiten. Okay. Das ist beim Streiten zwar legitim, ja. Aber beim Diskutieren schädlich. Ne? Der Hund ist wirklich der, wie schaffen wir diese Wanderungsbewegung, die es gibt. Und es ist auch ein Wirtschaftsflüchtling verständlich menschlich, dass der sagt, ich will ein besseres Leben haben, ich will schauen für mich, für meine Familie. Das ist völlig klar. Aber es ist auch der verständlich oder zu verstehen, auf dessen Kosten das geht. Sozial, finanziell, in jeder Hinsicht, kulturell. Und da muss man ordnungspolitisch was machen. Und Sie werden mir ja recht geben, dass die Entwicklung Afrikas etwa, um bei diesem Bereich zu bleiben, das Primäre ist, ein langfristiges Projekt, das ist mir klar. Aber ein Projekt, das man angehen wird müssen. So, wenn ich mir, jetzt habe ich Sie ausreden lassen. Das ist nett, das war sehr erfrischend. würden Sie die These teilen, dass uns in Wahrheit das eh polemisch formuliert, ein bisschen recht geschicht, weil wir ja gemeinsam mit anderen Afrika seit Jahrhunderten in Wahrheit ausbeuten, was Rohstoffe etc. betrifft. Natürlich hat man dort dann noch gewisse Despoten, die sich sowohl Entwicklungshilfe als auch die Einnahmen aus diversen Rohstoffverkäufen in die eigene Tasche wirtschaften. Aber geschicht uns das nicht ein bisschen recht? Oder warum wundert es uns, dass das passiert? Also, das darf uns ja nicht wundern, Schatz, das ist dass das passiert. Das ist historisch natürlich grob vereinfacht. Ne? Ja, aber falsch ist es nicht? Nein, ich will nicht sagen, es ist total falsch, aber es ist grob vereinfacht. Schauen, wenn Sie schauen, die Sklavenjagd zum Beispiel wurde in erster Linie von Arabern, ne, aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten betrieben. Schwarzafrika, Schwarzafrikaner, die da zusammengefangen wurden und dann verfrachtet wurden als Sklaven, das waren keine Weißen, das waren weitgehend Araber, Muslime zum Beispiel. Also es ist ein innerafrikanisches Problem gewesen. Ne? Es ist natürlich der Menschenhandel, die Sklaverei insgesamt eine grauenhafte Sache gewesen und dass man das im Zuge nach der Aufklärung im 19. Jahrhundert vehement bekämpft hat und dann auch abgeschafft hat, ist eine der Errungenschaften. Das ist ja grauenhaft, dass es das Versteck da und dort noch immer gibt. Ne? Das meinte ich gar nicht. Ich meinte eher diese Form von Kolonialismus. Ich hole immer ein bisschen weiter aus, weil ich will ja nicht nur so seicht dahin polemisieren, sondern ein paar Dinge fundamentaler betrachten. Ne? Das heißt, und man wird klüger im Alter. Das habe ich schon immer gemacht. So deppert war ich als Junge auch nicht, wie heute manche als Junge sind. Ne? Das ist die Frage. Ist das aber jetzt eine parteiinterne Kritik? Oder ist das hat sich an Sie gerichtet. Also Sie haben mich als Jung bezeichnet. Das finde ich fast nett. Relativ. Im Vergleich zu Ihnen schon, in der Relation. Ja, so ist es. Aber das heißt, zurück nochmal zum Punkt. Und das ist viel komplizierter. Das wird ja heute noch ausgebeutet. So, dass wir nur Afrika ausgebeutet hätten, das ist ja nicht wahr. Na, es war zum Teil. Ja, natürlich hast du in der Globalisierung das Gewinnstreben der multinationalen Konzerne, und bei den Chinesen sind sie ja nicht nur Konzerne, sondern Staatskonzerne. Ne? Natürlich gab es das. Natürlich gab es im Kolonialismus von den Briten, von den Franzosen und auch von den Deutschen in Südwestafrika, Hereros und so weiter, grauenhafte Sachen. Auf der anderen Seite war die Kolonialzeit für viele Bereiche Schwarzafrikas auch eine Zeit relativer Ordnung, relativen Friedens. Ne? Ausbeutung war trotzdem, naja, sicher. Da war sicher. Die Zeit, weiß ich nicht, na, 33 weg in Deutschland, auch eine Zeit gewisser Ordnung. Nehmen Sie Rhodesien, glauben Sie wirklich, dass Rhodesien heute, wie heißt es heute, wie ein Zimbabwe oder was, ne? Zimbabwe. Ja, dass Rhodesien heute unter dem alten Diktator Mugabe besser dran ist wie unter der britischen Verwaltung bis in die 60er Jahre. Glauben Sie das? Ist das ein zulässiger Vergleich, wenn es um die Freiheit des Volkes geht? Nein, es ist ein historisches Faktum. Nein, aber dass es in der Unterdrückung besser sich lebt als in Freiheit. Ja, und die sind heute unter Mugabe nicht unterdrückt.
Ja, aber wenigstens von den eigenen Leuten könnte man einwenden. Ja, das, wenn Sie glauben, dass es ein Vorteil ist, von den eigenen Leuten unterdrückt zu sein, bitte, mag sein. Aber sagen will ich, es ist nicht so schwarz-weiß zu sehen, dass man sagt, die Europäer haben Afrika ausgebeutet, zur Strafe kommen jetzt die Afrikaner, die Schwarzafrikaner und versuchen also da einzuwandern. Was das ist ja Angst, wenn da jetzt einmal, keine Ahnung, es kommen, wir haben jetzt ein paar hunderttausend Flüchtlinge da gehabt, die meisten sind nach Deutschland weiter. Haben Sie da Angst vor einer Änderung der Kultur, dass wir unterwandert werden, wenn ich es jetzt polemisch sagen würde? Oder einfach gibt es Leute wie Sie, die sagen, naja, nein, und das stört, weiß ich nicht, die Reinheit des Volkes wäre jetzt wahrscheinlich zu unter, wird steppert im Wald formuliert. Aber ist es so, dass man Angst hat, dass das, was man hat, den Heurigen in Otter kriegen und das braucht und so weiter, dass das ein bisschen bedroht ist, wenn da lauter Schwarze herumrennen? Oder was ist die Angst? Oder ist es nichts anderes in Wahrheit als eine sehr, sehr eigenwillige Interpretation des Begriffs Ausländer? Weil Sie hätten ja, wenn jetzt, weiß ich nicht, 100.000 Dänen kämen, wahrscheinlich nicht so ein schweres Problem. So wie Sie ausreden lassen. Ne? Ja, war sehr auch erfrischend. Schauen Sie, Herr Fussi. Ich glaube, dass es natürlich auch bei diesen Wanderungsbewegungen um die Relation geht. Ne? In einer gewissen Relation, wenn das verkraftbar ist, wenn die Leute integrierbar sind, ist das normal und wirklich kein Problem. Wenn irgendwo eine kritische Masse überschritten wird, dann wird es problematisch. Dann wird es problematisch, was die sozialen Kosten betrifft. Dann wird es problematisch, was das kulturelle Gefüge betrifft, weil natürlich irgendwann einmal, wenn die kritische Masse entsprechend überschritten ist, sich nicht mehr die Autochtone, also die Zuwanderer in die autochtone Bevölkerung integrieren, sondern die autochtone Bevölkerung oder das, was davon übrig bleibt, in die Zuwandererkulturen integrieren muss. Ne? Es wird sicherheitspolitisch problematisch, wenn es Parallelkulturen oder Parallelgesellschaften gibt, die, was weiß ich, so wie in den französischen Banlieues, ich kenne das ganz gut, wo es No-Go-Areas gibt und, und. Ne? Das sind alles Probleme, wo man jetzt eher von etablierter Seite, Gottlob, auch sagt, wir haben das fälschlicherweise geleugnet, ignoriert, sprechen wir es jetzt an. Ne? Jetzt wird es zumindest angesprochen, getan wird noch nichts, aber angesprochen wird es zumindest von den etablierten Politikern. Haben Sie Angst davor, dass die wirklich was tun und damit euch das Wasser abkommen? Angst ist nicht meins. Aber es gibt Übergriffe, es gibt eine Beeinträchtigung, Veränderung des eigenen kulturellen Gefüges. Natürlich gibt es das. Das ist aber im Zeitalter der Globalisierung, gerade im kulturellen Bereich, nicht nur durch Zuwanderung, sondern eben durch Nivellierung, Globalisierung auch eher gegeben. Das, was weiß ich, US-amerikanische Bräuche, unsere normalen europäischen Bräuche, ja, zum Beispiel. Und da ist aber jetzt kein Flüchtling dran. Santa Claus, statt Christen. Ja, natürlich. Ich sage, da gibt es ja viele Gefährdungen, nicht nur durch die Zuwanderung. Ne? Ja, aber kann man es nicht als Weiterentwicklung einer Gesellschaft sehen, wenn man nicht stehen bleibt? Ist Ihnen das Progressive so fremd? Oder? Nein, was heißt das Progressive? Progressive. Schauen Sie, das, alles das, was sich an Fehlentwicklungen ergibt, muss deswegen nicht fortschrittlich sein. Progredio, ich schreite fort, nein, das muss es nicht sein. Das kann auch rückschrittlich sein, in sozialer Hinsicht, in kultureller Hinsicht, auch in zivilisatorischer Hinsicht. Das Frauenbild etwa, wenn sie das durchsetzt, ist es rückschrittlich, das werden Sie nicht leugnen. Ne? Wenn sich das Frauenbild der durchsetze von Islamisten vielen oder von manchen Zuwanderern aus dem islamistischen Bereich. Ich glaube nicht, dass das Frauenbild sich von, also das fände ich ja ganz lustig, einmal zu vergleichen, das Frauenbild von jenen Konservativen, die sagen, naja, die Frau hat schon noch daheim zu bleiben und die Kinder zu erziehen. Gut, verschleiert ist dann halt nicht, aber in der Auswirkung wäre es dasselbe, ist ja auch nicht weniger deppert, oder? Naja, das, schauen Sie, Sie werfen da auch wieder die Dinge in einen Topf. Ne? Es mag jetzt Leute geben, die ein sehr konservatives oder auch reaktionäres, wenn Sie so wollen, Frauenbild oder Familienbild haben. Ne? Wie viel sind das? Ne? Was ist denn Ihr eigentlich? Schauen Sie, ich habe 6 Kinder, ne? Und bin 2-mal verheiratet. Gewesen bin ich noch. Ne? Und natürlich habe ich zum Beispiel, war ich froh, wenn meine Frau in den ersten Jahren, die Kinder klar waren, daheim bleiben konnte. Ne? Daheim bleiben konnte. Das war natürlich war irgendwo wichtig und ist, Anführungszeichen, das darf man auch nicht mehr ohne Anführungszeichen sagen, normal. Ne? Auf der anderen Seite ist es völlig klar, schauen Sie, ich habe 2 Töchter, gerade mit der einen, weil ich gerade Mittagessen, die jetzt da in Wien studieren, die eine, die andere in Graz, ne? Wo ich genau weiß, wie schwierig das ist. Ne? Gescheite Mädchen, die haben jetzt Matura gemacht, dann studieren sie 5, 6, 7 Jahre, was auch immer. Ne? Dann wollen sie, nachdem sie studiert haben, auch beruflich was machen, einen Erfolg haben, dann sind sie Mitte 30. Ne? Jedes von diesen Mädchen, meinen Töchtern, sagt mir, ich hätte gern 2, 3 Kinder. Ne? Ob das sich dann ausgeht, zum Beispiel, ne? Beruf, eine Karriere womöglich vielleicht, wäre schön. Ne?
zwei, drei Kinder, ein Mann, ein Haushalt, das ist ja alles wahnsinnig schwierig. Ne? Das unter einen Hut zu kriegen. Und ich bin nicht fortschrittlich, wenn ich sage, ja, das muss gehen und die Bauerfrauen, die machen das und alles locker. Das ist für mich nicht fortschrittlich. Aber ist das ist eher menschenfeindlich. Ist es vielleicht weder fortschrittlich noch rückschrittlich? Ja, aber das sind ja nicht die Kriterien. Also so eine, können wir uns nicht darauf verständigen, dass jede Frau im Jahr 2017 so leben soll, wie sie will? Ja, ja natürlich, bei uns ja. Aber das ist eben bei einem fundamentalistischen Moslem ist das zum Beispiel nicht gegeben. Na, da ist es das Frauenbild. Da geht es nicht darum, dass die Frau gehört an den Herd, sondern da geht es darum, dass die Frau ist kein Mensch. Ne? Aber wissen Sie, was ich so lustig finde? Das ist ja das Lustige, wenn die Rechten sozusagen den Flüchtlingen vorwerfen, die schlagen ihre Frauen und die wollen keine Homosexuellen etc. Ja, aber die FPÖ ist jetzt auch nicht für die Homo-Ehe. Wäre nicht eigentlich mehr Liberalismus die richtige Antwort auf dieses Reaktionäre? Die Muslime ihre Frauen schlagen, das ist Liberalismus, glauben Sie, Herr Fossi? Nein, aber ich sage, wenn die sozusagen... Sie widersprechen sich. Nein, da sind Sie jetzt in einer Sackgasse. Wenn die, wenn in Frankreich gab es bitte eine Gruppe Schwule für Le Pen mit der Begründung, wir wollen die Marine Le Pen, weil die größte Gefahr für uns Homosexuelle ist der Islamismus. Ja, ja. So, wahnsinnig feindlich reden jetzt aber rechtsextreme und rechtsnationale Parteien über Homosexuelle auch nicht. Die FPÖ ist zum Beispiel gegen die Homo-Ehe. Wäre nicht sozusagen unsere Kultur im Sinne von Werte der Aufklärung, Humanismus etc., denen entgegenzustellen, bewusst und sozusagen diese Freiheitsrechte weiter auszubauen, statt einzuschränken. Und wir lassen dann auch die Muslime bei ihren traditionellen importierten Meinungen. Bleiben wir bei einem. Die Homo-Ehe als Antwort zu geben, weil ich glaube nicht, dass ich Fundamentalisten in einer Gesellschaft wohlfühlen, wo Homosexuelle heiraten können. Oder? Die Homo-Ehe ist jetzt nicht das Problem, das im Zusammenhang mit der Zuwanderung aus dem islamischen Bereich relevant ist. Relevant ist da die Stellung der Frau. Und bleiben wir dabei. Dem brauchen Sie jetzt nicht ausweichen, Herr Fussi. Ich weiche nicht aus. Na doch. Und das ist genau die Frage. Schauen Sie, wenn wir liberal, aufgeklärt, tolerant sind, ne, müssen wir trotzdem gewisse Wertegrenzen setzen, die beispielsweise darin bestehen, dass die Frau ist ein gleichberechtigter Mensch, gleichberechtigter Bürger. Und genau das ist eines der Kriterien, wo man die Nicht-Integrierbarkeit oder die Nicht-Integrationswilligkeit fundamentalistischer Muslime erkennt. In dem Moment, wenn das nicht nur deklaratorisch, sondern auch wirklich vom Lebensgefühl, von der Lebenshaltung der Menschen sich ändert, das und viele andere Bereiche auch, schaut das schon ganz anders aus. In der Definition vieler Freiheitlicher und vor allem aus dem deutschnationalen Bereich war die Frau nie mehr als Mutter. Aber was heißt vieler Deutschnationaler? Das war bei allen, das war bei den Sozialdemokraten so und das war bei den Christlich-Sozialen so. Das war natürlich bis in die 50er, 60er Jahre das gesellschaftliche Leitbild. Aber die anderen haben sich weiterentwickelt, oder? Seit Johanna Donald, also da ist schon, wenn man sich anschaut, das braucht man nicht bestreiten, dass bei konservativen Parteien der Anteil von Frauen, wenn man durch Frauen sitzt, ist das meistens eher so staffage sozusagen, damit man überhaupt ein oder zwei hinsetzt. Ne? Quotenfrauen, ne? Das ist ja wirklich, das ist ja im Grunde das Frauenverachtendste überhaupt, ne? Wenn man Quotenfrauen positioniert, nur damit man eine Quote erfüllt. Ne? Ich glaube eher, dass die Frauen die Möglichkeit haben müssen, aktiv zu sein, sich zu betätigen, sich zu entwickeln wie die Männer und dass man irgendwo schauen muss, weil da kommen wir über die Natur nicht weg, ne? Dass sie halt auch ihren Wunsch nach Kindern, nach Familie und so weiter, nach Partnerschaft leben können. Gibt's halt die sozialen Umstände schaffen. Ja, was gibt's denn? Ja, sagen Sie es den Frauen. Karenz gibt's für alles Väter, alles kann man alles teilen. Aber ist alles bestens, sagen Sie, ist es alles bestens bei uns? Bei uns? Ja, eben. Ja, es ist alles in der Relation zu sehen. Natürlich ist bei uns im Vergleich zu den meisten Ländern auf der Welt alles in Ordnung. Das, worüber wir streiten, sind sozusagen auf hohem Niveau. Ich bin jetzt nicht der Advocatus Dei für den Feminismus. Ne? Aber gerade wären Sie auch nicht glaubwürdig, wahrscheinlich, muss ich ehrlicherweise also, sagen. Da haben Sie erst einmal 6 Kinder und Familie und arbeiten eine und da geht natürlich geht nicht so, dass die Frau das alles allein macht. Das müssen Sie einmal machen, dann reden wir weiter. Gell? Aber schauen Sie, zu sagen, da wäre nicht irrsinnig viel zu tun und zu sagen, es bringt da durch die Zuwanderungskulturen, laufen wir nicht Gefahr, einen Rückschritt zu erleben. Das ist meines Erachtens fahrlässig. Ich glaube, dass das eine mit dem anderen wenig zu tun hat letztlich. Weil man braucht ja nur sozusagen unsere, wenn man unsere Werte, es ist ja viel von dieser Leitkultur, die unsägliches Wort im Übrigen. Warum? Naja, Entschuldigung, wer braucht eine Leitkultur? Mhm. Wir leben in einem Rechtsstaat, das unterscheidet die Naturrechtler von den Rechtspositivisten letztlich. Ja. Ne? Dass wir nicht mehr an das Recht der Stärkeren glauben, sondern dass man sie auf Verstandesebene untereinander organisieren kann. Aber wenn heute, darf ich ausreden, jetzt, wenn Sie sich anschauen, das Bild vieler Zuwanderinnen und Zuwanderer, dann unterscheidet sie das
nicht dramatisch von unserem. Wenn Sie mit Syrien reden, werden Sie nicht ein dramatisch anderes Wertekonstrukt finden als bei uns. Wenn Sie etwa mit Afghanen oder Tschetschenen reden, dann werden Sie auf andere Meinungen treffen. Und das finde ich das Lustige, dass zum Beispiel der Herr Gudenus und andere dann auf Staatsbesuch zu Herrn Kadyrov fahren, der Homosexuelle jagen lässt und die Tschetschenen in Wien tatsächlich ein Sicherheitsproblem geworden sind und wir von dorthin Handel halten, anstatt dass wir schauen, dass wir die zurückschicken, weil die tatsächlich ein Sicherheitsproblem sind, mehrheitlich. Sie reden wie der Gudenus. Der wird die auch zurückschicken. Was trennt Sie da von ihm? Ich halte es für einen schweren Fehler, so zu tun. Nein, ich halte es für einen schweren Fehler, so zu tun, dass nur wenn er freiheitlicher Position äußert, dass die per se falsch sein muss, weil sie ja freiheitlicher geäußert da hat. Da sind wir schon mal einer Meinung. Ja, eben. Also das ist ja lächerlich. Aber das Problem, das ich mit den freiheitlichen Positionen im Wesentlichen habe, ist, dass wenn sie wo eine richtige Kritik äußert, die Partei, dass die Lösung meistens nicht kommt. Ja. Oder dass sozusagen ein richtiges Problem benannt wird und dann aber eine falsche Ableitung getroffen wird. Und es muss ja Sie auch stören, diese intellektuelle Seichtheit in der Partei, die muss ja Ihnen sauer aufstoßen. Schon, politische Parteien sind prinzipiell einmal überhaupt nicht Intelligenzvereine. Ne? Wahlkampfwerbung ist auch kein Intelligenzwettbewerb, wie wir wissen. Das trifft alle Parteien im Parteienstaat, im demokratischen bedauerlicherweise. Ne? Die Philosophenrepublik, die gibt es eben nicht. Ne? Aber das einseitig zuzuordnen, ist falsch. Was Sie richtig sagen, ist natürlich das, dass also viele Dinge problematisiert werden, aufgezeigt werden, zu Recht, ne? Und dann die Lösungen nicht kommen. Nur das ist ja die Krux einer Oppositionspartei. Sie kann die Lösung nicht bringen, das können nur die Regierenden machen. Ne? Und das Aufzeigen, das Kritisieren ist aber das es gibt ja keine Konzepte. Vorrecht. Und, na ja, das ist, das ist davor. Also, schauen Sie nur, weil Sie sie nicht wahrnehmen, gibt es das trotzdem. Nein, ich lebe davon, mich damit zu beschäftigen. Nein, schauen Sie, wissen genau, dass jeder Bereichssprecher, den es da gibt im Parlament, das ist wie bei jeder anderen Partei, hast dann, was weiß ich, Justizsprecher, Verfassungssprecher, Außenpolitik und jeder hat tonnenweise gibt's Konzepte. Ne? Nur die einen werden von den Medien thematisiert, aufgegriffen, auch den Leuten nahegebracht, die anderen nicht. Aber es ist wieder Opferrolle, halt so. Unsere Konzepte werden nicht näher gebracht. Nein, es ist nicht eine Tatsache. Deswegen, schauen, glaubst du, mein Freund Hübner, den ich dann später triff auf dem Café, das ist der außenpolitische Sprecher, glaubst du, der fühlt sich als Opfer? Ja, überhaupt nicht. Ne? Ja, gut, ist ein sehr reicher, wohlhabender Mann. Sowieso, also, der fühlt sich nicht als Opfer, aber er ist insofern ein Opfer etablierter Medienstrategie. Strategien, weil das, was er zu verbreiten hat und sagt über Entwicklungshilfe und ähnliche Dinge, was er als außenpolitischer Sprecher sagen muss, wird halt nicht gebracht in den Medien. Ne? Und deswegen hat Steger angekündigt, der Stiftungsrat, wenn es eine neue Mehrheit gibt, schreiben wir so ein OF-Gesetz neu. Damit ja, dann das berichtet wird, wie Sie es gerne hätten. Das ist vielleicht, nein, nicht wie es wir hätten, sondern dass man fair berichtet. Ne? Das ist vielleicht eine schlechte Idee. Das ist fair berichten, also man fällt ja auf, wenn man über Medienpolitik spricht, die Freiheitlichen loben zum Beispiel Servus TV jetzt über alle Maßen. Ja, ist ein relativ wertkonservativer Sein. Genau, ja, da kriegt der Hackerl. Ist es nicht so, dass das allgemeine eine Krankheit bei uns im politischen Diskurs ist, dass wir sozusagen nur das für objektiv empfinden, was unsere Position am nächsten kommt. Das stimmt, das ist, schauen Sie, der Vorwurf ist richtig, das ist auch menschlich. Ne? Nur, ist, moralische Berechtigung hat im Grunde immer der Schwächere. Und Sie werden ja nicht leugnen, aber sind nicht Sie. Nein, ich als Person, ich stehe gar nicht zur Debatte. Aber Sie werden nicht leugnen, dass in der politischen Berichterstattung, in der politischen Präsenz einfach die Opposition von der Regierung natürlich übertrumpft wird. Schauen Sie, die Kritik am Orban oder am Kaczynski in Polen, die haben sich den Staatsrundfunk hergerichtet. Ja, wollen Sie sagen, dass der ORF nicht von Rot und Schwarz sich hergerichtet wird und keine Einflussnahme gibt? Natürlich gibt es das. Würde niemals behaupten. Nein, ich sage, das ist ja das Gute in diesem Sinne. Sender, dass man das da sagen kann. Ne? Sie kennen es mit mir in der Diskussion wurscht, auf welchem Sender sagen Sie, kennen es auch. Das wird dann nicht gebraucht. Nein, aber der Punkt ist doch der, ich glaube nicht, dass das Wesentliche ist, was man Kaczynski und Orban vorwerfen kann. Nein, das ist ja also, bei uns das Gleiche. Ja, schauen Sie, um dabei zu bleiben, ne? Wenn man sagt, der Orban, der hat die Verfassungsrichter ausgetauscht und das sind nur mehr Parteifreunde, ja, der hat eben über 60%, über 2/3 bei demokratischen Wahlen. Bei uns haben die Regierungsparteien kaum mehr 50%, wenn man die Nichtwähler dazurechnet, nicht einmal, und die tauschen die Verfassungsrichter genauso parteipolitisch nach parteipolitischen Kriterien aus. Schauen Sie die Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs an, was die alle beruflich zuerst gemacht haben. Lupen rein aus dem schwarzen, aus dem roten Umfeld. Aber wir stimmen darüber rein. So. Aber Entschuldigung, Herr Mölzer, das wäre jetzt sozusagen nicht anders, wäre die FPÖ in einer Regierung, käme nach der nächsten Wahl schwarz-blau oder rot-blau, dann wären halt wieder ein paar Burschen mit Schmiss irgendwo hucken und fett kassieren. Na, wo sind die? Und jetzt kassieren halt irgendwelche Gewerkschafter oder weiß ich nicht, irgendwer vom Bauernbund. Also das ist doch das Wesen der Demokratie, dass diejenigen Machtherrscher in die jeweiligen Institutionen des Staates... Dann sagen Sie das in Bezug auf den Orban. Der Unterschied ist der, glaube ich,
oder was ist glaube ich, weiß ich. Wenn man sich anschaut, Ungarn und Österreich im Vergleich, bei uns machen nicht irgendwelche rechtsradikalen Arschlöcher wie die Jobbik Jagd auf Roma und Sinti in Dörfern. Und da braucht man nicht sagen, ja, das ist keine, so. Das ist, na, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, ich habe nicht gesagt, nein, das ist nicht so. Das war ein verniedlichendes Jahr. Nein, lassen Sie mich auch sagen. Ja. Ich glaube auch, dass das völlig intolerabel ist. Ne? Und natürlich in einem Rechtsstaat mit den entsprechenden Gesetzen abgestellt wird, das ist überhaupt keine Frage, braucht man nicht diskutieren. Ne? So, und wahrscheinlich über die Bedeutung der katholischen Kirche im Vergleich in Polen und in Österreich werden wir uns auch trefflich streiten können, gerade wo Sie ja eigentlich per Definition im Antiklerikal sein müssten. Das glauben Sie nur. Ja. Die haben während der Strache mit dem Kreuz herumwachelt. Ja, was komisch ist, weil eigentlich waren Sie immer antiklerikal, das historisch Lager, betrachtet. Das Lager, war antiklerikal, ist richtig. Ja. Und da schwächelt das Lager jetzt ein bisschen. Naja, da schwächelt es nicht, sondern es war seit Ewald Stadlers Zeiten diese Idee, dass man mit konservativen Katholiken auch kooperieren könnte, ein Stück Weges gemeinsam gehen könnte. Ich glaube, dass das insofern auch hinfällig ist jetzt, weil die Kirche selbst mit ihren Amtsträgern so absolut und völlig ohne Gegenstimmen in das politisch korrekte Lager gegangen ist. Es ist, naja, natürlich. Das meinen Sie ernst? Ja, sicher. Seit der Krähen quasi weg ist, gibt es niemand mehr, der nicht politisch korrekt ist. Den Krähen als Maßstab zu nehmen, ist ja, schauen Sie, über den Namen, den die Leute überhaupt kennen. Ne? Aber die Sache ist die, dass aber Franziskus ist halt der Linker für Sie wahrscheinlich. Nein, ne? das würde ich nicht sagen, aber der kommt mir manchmal ein bisschen wirr vor. Aber das, davor sind auch Päpste nicht gefeit, habe ich gehört. Ne? Und Krähen war nicht wir? Na, auch, war interessant, ja, war eine schillernde Persönlichkeit, hat aber manchmal sehr unorthodoxe Positionen vertreten, die ja durchaus witzig waren. Ne? Aber lassen wir das. Sagen will ich nur, dass natürlich die FPÖ als eine Kraft, die also die europäische und historisch gewachsene Identität auch Österreichs und Europas verteidigen will, natürlich mit dem Christentum als kulturellen, zentralen, konstituierenden Faktor sich solidarisiert. Das hat nichts Theologisches mit sich, sondern rein kulturell. Ne? Wobei, wenn man jetzt von der Aufklärung ausgeht, keine Ahnung, Voltaire, Écrasez la femme, zerschlag die Infame und so weiter, da waren wir ja doch ein bisschen weiter schon. Nicht? Und jetzt, ja, jetzt sieht man das, das ist ja ganz lustig, wenn man beobachtet, wie auf einmal jetzt die Freundschaft zu Israel entdeckt wird. Wobei man zugute halten muss, es war die schwarz-blaue Regierung unter Schüssel, die die Restitution endlich geklärt hat. Mhm. Aber das ist doch alles ein bisschen durchschaubar, jetzt den Islam als gemeinsamen Feind zu konstruieren. Ich habe ein bisschen nachgedacht darüber, wen, ich habe es vorher schon angesprochen, wen wir eigentlich als Ausländer sehen. Deswegen habe ich das Beispiel mit den Dänern gebracht, wenn da jetzt 100.000 Däner kämen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich meinen Bekanntenkreis herumfrage, es würde jetzt niemand sagen, er empfindet einen Deutschen, einen Dänen, einen Engländer, einen Spanier, einen Franzosen als Ausländer, sondern den, dann wird mir genannt, was? Es wird genannt der Türke. Ja, ja. Aber darf ich ergänzen? Es wird auch der Slowene und der Kroate. Nein, es wird nicht als Ausländer wahrgenommen. Schauen Sie, das hat sich aber entwickelt. Das war da vor 20 Jahren. Sie wissen, ich heiße Kolaric, du hast Kolaric, warum sagen Sie zu dir Tschusch? Das hat sich ja absolut geändert. Also, gibt es Pavkovic, Wilinski, interessant. Also, wenn Sie immer von Autochton reden und ich den Namen Wilinski, muss ich immer sehr laut. Das ist die Monarchie, bitte, das wissen wir ja. Aber nein, das sind unsere Tschuschen, die sind in Ordnung. Nein. Das sagen Sie, was Sie für eine Wortwahl haben, Herr Fussi. Ich bin gegen politische Korrektheit, wissen Sie. Nein, das ehrt sich. Aber abgesehen davon, das mit den Dänen ist kein gutes Beispiel. Warum? Weil natürlich die Zuwanderung oder Präsenz aus dem kulturnahen Bereich ist kein Problem mehr. Natürlich gibt es da die Öffnung. Natürlich, schauen Sie, ich lebe da im Dreiländereck fast, ne, zwischen slawischer, romanischer und zwischen germanischer. Zwischen Kärnten, Österreichern, Italienern. Nein, Italienern, Slowenern eben und deutschsprachigen Österreichern oder deutschen Österreichern. Ne? Und schauen Sie, da haben wir uns vor 100 Jahren den Schädel eingeschlagen, waren hunderttausende Tote bei den Öffison zu schlachten. Und jetzt ist das ein wirklich positiver, befriedeter, nachbarschaftlich funktionierender Bereich, wo die Leute nicht nur zum Essen und Trinken nach Davis fahren oder ins Kanal oder die zu uns auffahren, sondern wo es kulturell, ökonomisch, zivilisatorisch unglaubliche Brücken gibt. Ne? Und das ist das Positive. Und da zeigt sich auch, dass im kulturnahen Bereich die Integration sehr positiv ist, verträglich ist, sozial und kulturell und im Grunde den positiven Nukleus der europäischen Integration ausmacht. Ich war 10 Jahre in Straßburg im Parlament, wo man zwischen Baden, Baden-Württemberg und dem Elsass einen total friedlichen, entspannten Austausch hat. Wirklich die Basis und das Bindeglied für die deutsch-französische Versöhnung. Freundschaft ist vielleicht zu viel gesagt, wie wir gesehen haben. Ne? Oder jetzt war ich in Schleswig vor 2 Wochen, ne? In Nordschleswig und mit den Dänen und Deutschen dort. Das sind die positiven Dinge, wo man auf einmal sieht, dass europäische Integration Grenzen überschreitet im kleinen Raum, was unmittelbar menschlich ist. Ne?
Und das darf man nicht gefährden, wenn die EU kracht. Und die kracht natürlich gewaltig. Ja, aber die EU kracht ja zuletzt nicht deswegen, weil Bewegungen wie die FPÖ, wie Le Pen, wie Wilders etc. die EU als bürokratisches Konstrukt darstellen und das Gute nicht darstellen. Das ist doch ein Riesenproblem. Ist nicht eines der Hauptprobleme in der Politik derzeitiger Prägung das, dass sozusagen man fährt nach Brüssel, trifft dort Entscheidungen, fährt heim und sagt dann, jetzt haben die schon wieder was beschlossen, obwohl man selbst im Europäischen Rat sitzt und es mitbeschließt. Das ist doch eine dieser Krankheiten, weil Europa nicht verkauft wird. Und wenn Strache heute sagt zum Beispiel, ich will es jetzt nicht zum Anwalt für Strache machen, aber Strache sagt, dieses Europa hat so keine Zukunft, der Euro hat so keine Zukunft etc., ist es doch nichts anderes als das Bedienen antieuropäischer Reflexe letztlich, weil ihm ja niemand glaubt, dass er de facto wirklich aus der Europäischen Union austreten wollte, dass er wirklich den Euro aufgeben wollte. Naja, es gab einen anderen der FPÖ im Parlament sogar, wie Sie wissen, aus dem Hofer-Wahlkampf oft diskutiert. Naja, den hat es gegeben. Jedes Schriftl ist ein Giftl, das hätte Sie sogar in Ihrem Parlamentsclub durchsprechen müssen. Sie wissen viel, aber immer nur die Hälfte. Das ist das Problem. Ja, darum habe ich Sie eingeladen, weil Sie bringen die andere Hälfte mit. Ja, das ist wahr, da haben Sie völlig recht. Schauen Sie, das ist genau das. Ne? Auch was ein Oppositionspolitiker sagt und was man dann verkürzt darstellt, ist eines, wenn man das differenzierter anschaut, das, was dann in den Programmen, in den Beschlüssen steht, dann weiß man, dass der niemals für den Austritt plädiert hat, sondern immer nur von der Ultima Ratio gesprochen hat. Ne? Aber eins ist schon auch klar. Diese Verhaltensweise, die Sie schildern, dass man in Österreich ist, immer der große Österreicher, in Brüssel stimmt man mit und dann kommt man heim und sagt, das ist an Schuld, ne? Das ist schon richtig. Nur das ist nicht die Spezialität der freiheitlichen Opposition, sondern der Regierung. Ich habe im Außenpolitischen Ausschuss, in allen Ländern im Übrigen. Naja, sowieso. Es also, ist ja ein billiger Schmäh. Ne? Ja. Und der greift auch. Ne? Im Außenpolitischen Ausschuss habe ich dem Faymann zum Beispiel immer gesagt, da waren die Sitzungen, die großen, bevor der Rat war, der Europäische Rat. Ne? Da hat er gesagt, das und das werden wir machen. Ne? Und dann haben wir gesagt, Herr Bundeskanzler, Sie sollten das schon ansprechen und so weiter hin und her. Und dann hat man das Protokoll zwei Wochen später sich angeschaut, was er wirklich gesagt hat. Kein Wort. Ne? Aber dann in Österreich hat es gesagt, ja, das hat Brüssel und wir kennen nichts dafür. Ne? Das ist in der Tat ein billiger politischer Schmäh, wo man auf Kosten Europas innenpolitisches Kleingeld wechselt. Nur zu sagen, es sind in Brüssel keine Fehlentwicklungen. Keine das sagt niemand. Ja, also den zahlt man ja das so. Ja, hoffentlich. Ne? Aber ich finde es lustig, weil das Spiel mit diesen Ebenen, das gibt es ja nicht nur sozusagen zwischen nationaler Ebene und Brüssel. Haider hat gegen den Wasserkopf Wien gewettert, so wie jeder steirische Landeshauptmann, an den ich mich erinnern kann. Gibt es diese lustige Geschichte, dass die Bürgermeister in den Gemeinden stehen und sagen, wenn sie neue Straßen eröffnen, haben nicht wir gezahlt, hat das Land gezahlt. Ja. Irgendwer muss dann am Ende trotzdem zahlen. Jetzt gibt es ja die Diskussion gerade mit Doskozil Niesel, nachdem es Hot Blau im Burgenland gibt, ob das nicht als Machtoption für die SPÖ sich ebenfalls schicken würde. Jetzt gibt es schon die Diskussion, wer wäre der FPÖ lieber? wenn ich Sie richtig einschätzen würde, dann wäre Ihnen wahrscheinlich Rot-Schwarz lieber, weil mit den Paletten wollen wir nicht. Ne? Nein, schauen Sie, ich bin als Person, ich bin ja da jetzt nicht Vertreter einer Partei offiziell, sondern als Person bin ich, wie gesagt, ein geübter, jahrzehntelanger Querulant. Ne? Mir ist die Opposition immer am liebsten. Ne? Wenn man nur, nicht hackeln muss, oder? Nein, das betrifft mich sowieso nicht. Das ist aber die haben, Frage, Sie Brüssel, die, haben Sie im EU-Parlament wirklich hackeln müssen, jetzt ehrlich? Ja, schauen Sie, das ist die Frage. Ist es eine Arbeit, wenn man in einem Parlament sitzt, ganz wurscht wo, sich den Hintern breit sitzt oder nicht? An sich ja, wenn du in den Ausschüssen tätig bist, wenn du hin und her fährst, dort und da, ist es natürlich schon Arbeit, aber das ist eine andere Frage. Für einen Hochofenarbeiter ist das wahrscheinlich eine dekadente Liebhaberei, ne? Das ist schon klar. Aber das ist vielleicht nicht das Thema. Naja. Das Thema ist eher das, was soll die FPÖ machen? Wenn ich abgesehen von meinen persönlichen Präferenzen einen Rat gebe oder geben sollte, dann auf jeden Fall den, dass man zumindest aus der Geschichte gelernt hat zwischen 2000 und 2006. Ne? Als Juniorpartner gleich in welche Regierungskonstellation zu gehen, ist der Tod für die FPÖ. Das geht einfach nicht. Das ist gescheitert mit Steger und Sinowatz in den 80er Jahren. Das ist gescheitert mit Schüssel und Rispassa bzw. dann Haupt. Wenn sie das nur einmal machen, ist es ein schwerer Fehler. Die Versuchung ist groß. Es werden wieder ein paar Minister, es werden ein paar dann herumlaufen mit Visitenkarten, Bundesminister außer Dienst und so weiter. Vielleicht werden sie wieder Berater oder sowas. Aber das brauchen sie auch nicht mehr. Ich brauche das nicht. Sie brauchen das, ich nicht. Ich brauche schon, aber ich glaube nicht, dass ich von den Blauen einen Beratungsauftrag kriege. Und vor allem glaube ich nicht, dass ich ihn will. Das muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist Ihre Sache. Sie wollen von allen anderen Parteien nur von... Genau. Aber damit kommt man ja aus. Ja, das glaube ich. Aber um das geht es nicht. Geht es darum,
was ist gut fürs Land, was ist gut für die Leute, was ist gut für Österreich. Und da ist halt die Frage, wie weit die FPÖ dann einfach in die Pflicht genommen wird. Ne? Kann sich eine FPÖ nur aus rein egoistischen Motiven, nämlich, ui, wenn wir das nochmal machen, geht es uns schlechter. Naja, ey, das ist genau die, das müsste sich die FPÖ quasi nicht opfern, dem Land zuliebe? Ja, das ist eine interessante Erwägung. Schauen Sie, wenn man jetzt schaut, wenn man schaut, was Kern, Kurz, Sobotka und Doskozil so verbreiten, dann sagt man, ja hoppla, das sind ja alles FPÖ-Forderungen. Naja, viele Dinge, die ich gesagt habe, was Nazi, EU-rechtlich unmöglich, Rassist, also die mölzerischen Eigenheiten, glaube ich. Ja, das muss sie, das kann sich kaum einer erlauben, das stimmt. Aber abgesehen davon, denken wenige so, glaube ich. Okay. Oder glauben Sie? Ja, also ich glaube nicht, dass der durchschnittliche Österreicher, also Negerkonglomerat hat ihn nur deswegen geschaut, weil es keiner verstanden hat, glaube ich. Ja, das kann sein. Das sind wir jetzt wieder bei der gegenseitigen Diffamierung, da fiel mir auch einiges ein. Wenn ich nur zitiere, diffamiere ich? Nein, schauen Sie. Wollen Sie jetzt was Sachliches haben? Ja, schon. Oder, ja gut, ne? Dann sage ich Ihnen das eine. Ne? Die Frage ist wirklich, wenn jetzt die Regierungspolitiker programmatisch das alles nicht nur sagen, sondern womöglich umsetzen, was eine Oppositionspartei verlangt hat über lange Jahre, für die sie gestolten wurde, ne? Ob dann die Partei nicht quasi überflüssig wird. Glauben Sie das? Nein, ich glaube es deswegen nicht, weil sich das auf das Deklaratorische beschränkt. Ne? Was hat denn der Herr Kurz, welche Maßnahme hat der Herr Kurz wirklich gesetzt? Ne? Nee, aber glauben Sie nicht? Gret hat er viel. Ja, ja, ich stimme überein. Also, ja. Gut, er hat die Balkanroute geschlossen. Das ja, muss man ihm sozusagen, wenn man diese Position teilt. Ist nur umgeleitet worden. Ne? Naja, aber in dem Moment, wo dort keiner mehr kommt, ist trotzdem geschlossen. Also auch wenn es umgeleitet wäre über die Mittelmeerroute. Ja, aber Sie wissen schon, wie das Abkommen mit der Türkei ausschaut. Ja, natürlich, aber über die Mittelmeerroute kommen ja, jetzt viel weniger. Ja, was heißt das, Türkei? Also für jeden zurückgeschickten Illegalen kommt legal genau. Einer in die EU. Was so. Ist da geschlossen? Der Punkt, nein, der Punkt für mich ist ja ein anderer. Eigentlich müsste die FPÖ auch freien und sagen, jetzt übernimmt Nissl, Doskozil, Kurz Positionen von uns und sozusagen entmystifiziert uns und wir sind jetzt nicht mehr diese Schmuddelkinder. Ich glaube, dass das nicht aus einer Überzeugung heraus passiert, sondern bin wiederum selbst der festen Überzeugung, dass die nur so handeln, weil das in Umfang populär ist. Ist man halt fürs Kopftuchverbot etc., ja, ja. Wo Sie als freiheitsliebender Mensch natürlich aufschreien müssten und dagegen sein müssten wahrscheinlich. Ne? Ja. Im Kopftuchverbot, da wir jetzt den Leuten vorschreiben, wie sie sich anziehen sollen, ist das der freie Staat, die Freiheit, die der Jörgl gemeint hat? Das naja. Buch hieß Freiheit, die das ich meine, muss man aber großen Teil sich geschrieben, muss man dazu ja? sagen. Zumindest die vernünftigen Passagen. Aber abgesehen davon. Abgesehen jetzt werde ich es machen, Sie sind nicht so klar, so groß, sind es nicht wirklich angebracht. Ja, zum Schreiben von ein paar Büchern reicht's gerade. Ja, ja. Reicht's gerade. Aber abgesehen davon, es ist schon richtig. Wegen 200 Frauen, die Burka tragen. Nein, das ist nicht wahr. Das ja, sind okay. Die alle in Villach, da haben die 200 Frauen, ich weiß es nicht, ich bin immer nur in Villach. Sehen, ist am Abend, wenn Sie es sehen? Na, das sehen, nicht, da sehen wir ja, na eben, ja, beim Abend sehen wir doppelt viel, vielleicht waren es nur 100. Okay, okay. Na, aber glauben Sie ernsthaft, dass das unser wirkliches nein, Problem ist, ob jemand jetzt den Kopftuch trägt oder nicht? Aber schauen Sie, das ist eine Frage des Prinzips. Ne? Da, ich störe mich nicht sonderlich dran. Für mich ist das nicht die Frage, ob Kopftuch oder nicht. Für mich ist die Frage, wie viele davon überhaupt da sind. Ne? Ob die jetzt onduliert gehen, mit oder ohne Kopftuch, ist mir wurscht. Ne? Aber es ist das schon, und da repetiere ich nur, was muslimische Frauen, Aufgeklärte sagen, schon ein Symbol der Unterdrückung, ein Symbol der Retro-Haltung der und so weiter. Ich glaube deswegen, dass es durchaus legitim ist. Ne? Abgesehen jetzt von Gesamtverschleierung und so weiter, von Erkennbarkeit. Ja, von der reden so, wir gar nicht. Ja, ist ja klar. Ne? Das haben wir ja, nehme ich an, einer Meinung. Meinung. Ne? Also, schauen Sie, das, was der Bundespräsident gesagt hat, ist schon skurril. Ne? Ja, aber das haben Sie ja selbst als ironisch erkannt, oder? Nee. Nein, also Entschuldigung, wenn der sagt, es wird der Tag kommen, wo wir Solidarität... Ja, das ist eben das. Das ist eben das. Beim Bundespräsident ist alles ironisch, wenn ich was sage, das heißt Faschist. Ne? Das ist ja der feine Unterschied, aber das verstehe ich auch, weil es ein hoher Herr, ich nicht. Ne? Ist eh klar. Aber schauen Sie... Jetzt würden Sie als Präsident kandidieren vielleicht. Ja, vom Eisschützenverein. Wer einmal schon für Deutschland war, wird Mölzer auch in diesem Jahr oder so. Wer ja, das, Zitat, das Zitat ist nicht ganz richtig platziert. Ne? Das hat ja, vor sozialistische Kandidaten. Wer sozialistische Kandidaten. Ist schon klar. Aber hat es im Übrigen gar nicht gegeben. Ja, es ist zumindest eine... Es wurde ihm zugeschrieben, Urban Legend Fahne. Quasi, ja, um einen Anglizismus zu verwenden, um sie ein wenig zu ärgern.
Richtig. Ärgern Sie mich nicht. Das sind wir inzwischen gewöhnt, Anglizismen. Ne? Aber die Frage ist halt wirklich die, was macht man als Partei? Und da bin ich zurück bei Ihrer Frage. Geht man in eine Regierung, opfert man sich auch unter Umständen um für das Gemeinwesen, wenn man wirklich was machen kann? Ne? Und mit wem? Ne? Und da sind wir also mit wem dann? Naja, historisch war es immer so, lieber mit Rot als Schwarz im Zweifel, weil die haben, sind zwar unsere Feinde oder Gegner und haben aber Handschlagsqualität. Und mit den Schwarzen war es immer ein Problem. Ne? Da ist die alte Haltung eines Julius Raab, ne? Also gesagt, die werden wir inhalieren. Ne? Obwohl man glaubt, dass man in vielen wertkonservativen Bereichen Familienbild und gemeinsame Ideale hat oder Vorstellungen hat, ist natürlich gefährlich. Ne? Und auch das Vorbild von 2000 bis 2006, Schüssel, ist natürlich für die FPÖ kein sehr verlockendes. Ne? FPÖ gegen Vermögensteuer, FPÖ gegen Erbschaftssteuer. Ja, FPÖ sozialpolitisch, wo man sagt, immer wieder links, aber in Wahrheit, wenn es um die Verteilungsfrage geht, ganz klar Industrie, Banken, Stiftungslastig. Naja, auch Mittelstand, würde ich sagen. Mittelstand. Naja, der Mittelstand, wissen Sie, die Mittelschicht in Österreich beginnt bei 1790 Euro und endet bei 2490 Euro. Also wie man da auf ein Millionenvermögen kommen soll, können Sie mir selbst mit der heiderschen Buchhaltungsbegabung nicht vorrechnen wahrscheinlich. Weil das finde ich das Spannende, dass man immer wieder, das sagt man mit den roten Gangen zu einfacher, wenn es um Gesellschaftspolitik geht, glaube ich, gibt es da kaum Schnittmengen, sein, oder? Aber das ist ja die Frage, muss man Schnittmengen haben oder muss man sich ergänzen? Das ist eben die Frage bei Koalitionszusammenarbeit. Ja, das ist die Frage, ich glaube es eh nicht, weil natürlich der linke Flügel der SPÖ aus ihrem antifaschistischen oder pseudo-antifaschistischen Reflex das sicher massiv bekämpfen würde. Das sieht man ja Burgenland, wie also da dann angefeindet wird. Ja. Aber letztlich, ich meine, es gibt ja auch ein Phänomen, das ist ja unbestreitbar, diese antisemitischen, rassistischen Ausritte, na lass uns mal ausreden, dass der Abgeordnete Höbert von Höllenmenschen redet und was auch immer, das gibt es nur bei der FPÖ. Das gibt es bei anderen Parteien, gibt es das gar nicht. So, nein, das ist mir auch so ein Gedanke. Das gibt Das ist ja auch nicht also, es wenn gibt das jetzt auch noch bestreiten, nein, es gibt genug Schwachsinn, genug Aggressives, genug auch im Umfeld von Grünen und das, was ich. Und so gibt es ja überall. Aber antisemitischen, rassistischen, glauben Sie nicht, dass die Internetblödheiten. An Grünen, der sich wieder betätigt hat, sagen Sie mir mal. Also dafür gibt es genug Grüne, die sich im stalinistischen Sinne äußern. Ja, gibt es ein paar. Was heißt ein paar? Jede Bewegung hat einen Narrensamen auf ihrer eigenen Seite. Dick, Geld, oder? Das ist Ihre Beurteilung, ne? Das ist die Frage. Ja, aber es heißt ja nicht, dass die Beurteilung falsch sein muss. Aber auch nicht, dass sie zwangsläufig richtig ist. Es stört Sie wahrscheinlich nur, dass ich sie abgebe. Nein, es stört mich überhaupt nicht. Sie dürfen mir sagen, als Gastgeber sowieso, was Sie wollen. Ne? Das ist ja, das wäre mein Recht in einer Demokratie eigentlich, aber Sie jetzt. Aber das heißt, die Freiheitlichen täten lieber mit den Roten. Und das würden Sie aber nicht empfehlen als Juniorpartner, sondern quasi eine blau-rote Regierung. Und da sind wir wieder beim politischen Realismus. Das geht sich nicht aus. Und wenn es sich ausginge. Wäre Hofer der bessere Kanzler? Nein, das würde ich nicht sagen. Der schlechtere, also? Würde ich auch nicht sagen. Schauen Sie, es ist einfach so, das ist ja die Rollenverteilung relativ klar, dass der Strache halt einfach der kämpferische Parteichef ist und Hofer ein sehr überzeugender, authentischer und leutseliger Mann, der wirklich viele Österreicher angesprochen hat. Steht er Ihnen ideologisch näher, Norbert Hofer, als Heinz-Christian Strache, oder sehen Sie im selben Level? Durchaus im selben. Das ist keine Frage in dem Fall der Ideologie, sondern auch der Parteifreundschaften. Das ist jetzt kein Scherz. Ne? Ja, das glaube ich schon. Deswegen auch Rot-Blau, ne? Weil Freundschaft kennen die Roten ja auch. Ne? Ja, das ist in dem Fall zumindest. Aber das heißt, wir sehen jetzt Rot-Blau an die Portas, wenn es nach Mölzer geht. Nein. Wir sehen die völlige. Na, realistisch, sage ich Ihnen eins, noch einmal realistisch. Ja. Es ist zwar nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen, aber ich glaube, ne, als gelernter Österreicher, dass weder Rot noch Schwarz einen Vizekanzler unter HC Strache stellen wird können. Warum soll denn der Herr Kurz Vizekanzler unter HC Strache sein und in Europa das Schmuddelkind abgeben, wo er Vizekanzler sein kann unter dem Herrn Kern und viel geliebt in Brüssel und überall anders geschätzt und da darf er dann auch wilde Sachen sagen, wie ich selber früher gesagt habe, das macht dann nichts. Ne? Warum sollte er das machen? Das ist eben das, es sei denn, die Dinge geraten außer Kontrolle für die Mächtigen. Ne? Es kommt was ins Rutschen. Für die Mächtigen ja wieder. Ja, das sind ja, ist der in der Regierung relativ mächtig. Der Strache hat über 2 Millionen Euro verdient, seit er in der Politik ist. Der ist genauso mächtig, als wir zwei. Wahrscheinlich. Na ja, das ist sicher. Ne? Eben. Zusammen, wir zwei zusammen. Wir zwei zusammen. Obwohl wir zusammen wahrscheinlich 200 Kilo haben. Ja, das kann sein, ja. Herr Mölzer,
Warum haben Sie nur 70? War es schlimm? Es gibt ja bei euch nicht, man kann ja mit euch eh reden. Ja, mit mir schon, ja. Die anderen kommen ja nicht. Der Strache, der Hofer, der Kicker haben sich verweigert, die trauen sie nicht. Es kommt darauf an, wenn sie dann aufsteigen in die höhere Liga der Moderatoren und der Talkmaster. Ich glaube, das ist kommen. Eher, weil die mit Argumenten nicht so kennen, oder? Glauben Sie? Vielleicht können Sie einen ausrichten, Sie sollen einmal vorbeikommen. Gerne, trifft ihn. Ich weiß nicht. Hat sie Strache in einer Stunde, ich werde es ihm ausrichten. Sagen Sie ihm, gut, liebe Grüße wäre jetzt übertrieben, aber sprechen Sie zumindest eine Einladung. Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Fussi will streiten. Ein bisschen gestritten haben wir. Ja, die ganze Sendung im Übrigen sehen Sie online auf puls4.com. Schauen wir, ob wirklich rot-blau kommt. Googeln Sie mal auf YouTube den netten Sager von Otto Pendl, wo er sich versprochen hat und gesagt hat, es gilt jetzt gemeinsam dafür zu sorgen, die Flüchtlinge menschenwürdig umzubringen. Naja, schöne Woche, alles Liebe.